Eigentlich sind Backfische junge Fische, die schon zu groß sind, um wieder ins Wasser geworfen zu werden. Weil sie aber noch nicht ausgewachsen sind, eignen sie sich wegen ihrer Zartheit besser zum Backen als zum Braten. Zu unserer Zeit hat man Backfisch junge Mädchen genannt, die einerseits nicht mehr in die Kinderschuhe stecken und andererseits noch nicht ganz so erwachsen sind. Da Dinge schlecht laufen, kann nicht alles gut gehen. Mein Kopf will das verstehen, doch eingesperrt in mein Gehen. Leb versteckt ein Phänomen, zwingt mich bei Problemen, sich für ihren Anlass schämen, alles im Extrem zu nehmen. Macht geweckt aus bloßen Reden, gehen direkt zu großen Themen. Ohne Sinn und Zweck gibt's Szenen, komplett Paket mit Tränen. Und da der Intellekt nicht checkt, dass er die Geister selber wegmeistert, sich der kleinste Schreck in meinem Kopf zum Hauptobjekt. Diagnose Stressinfekt. Und obwohl nichts dahinter steckt, außer eine Menge Winterspeck, feilt der Sprinter sein Comeback. Fraß sich an Dingen fett, die andere leicht verdauen. Handelt dann zu schnell im Affekt, um die Pfunde abzubauen. Bester Kunde, sollte man dem Volksmund trauen, seinen Frauen. Meister in Probleme bauen, die sie in den Himmel schrauben. Im Gegensatz zu Jungs, denn die spielen gerne Tauben, wobei sie dummes Stumm glauben und sich selten reden trauen. Egal was alle sagen, wir wissen doch, was Fakt ist. Der größte Graben liegt doch zwischen Theorie und Praxis. An manchen Tagen denkt man theoretisch erstmal taktisch. Da liegt dann was im Magen, agiert man wie ein Backfisch. Egal was alle sagen, wir wissen doch, was Fakt ist. Der größte Graben liegt doch zwischen Theorie und Praxis. An manchen Tagen denkt man theoretisch erstmal taktisch. Da liegt dann was im Magen, agiert man wie ein Backfisch. Symptome sind bekannt, Komplexe in der Seele. Und das geht Hand in Hand mit einer zugeschnürten Kehle. Was ich Infizierten empfehle, minimiert die Widerrede. Man kursiert gerne im Gerede, involviert in einer Szene. Wetten, dass eine Hyäne sich den letzten Satz erwähnte, sich gegen meinen Wortschatz lehnte, dem sie wie ein Platz schähnte. Doch jene, die ständig reden, haben sehr viel Zeit. Ich lebe für die Musik und sie von ihrem Neid. Doch wenn sich eins zum anderen reiht, hilft dieser Reim mir auch nicht weit, der mich die kleinste Schwierigkeit zum Streit und in den Wahnsinn treibt. Ob sie mir meist so einen verleiht, selbst mein Geist noch unterschreibt, wenn die gekränkte Eitelkeit den Scheiß noch stärker vorwärts treibt. Der Preis eines tut mir leid an Leute, die ich einbeziehe, denn unter meiner Hysterie leiden schließlich eh nur die, die zu dem Zeitpunkt vis-à-vis in meiner Nähe sind. Den Grund kennen sie meistens nie, da ich ihn selbst nicht finde. Egal was alle sagen, wir wissen doch, was Fakt ist. Der größte Kram liegt doch zwischen Theorie und Praxis. An manchen Tagen denkt man theoretisch erstmal taktisch. Da liegt dann was im Magen, agiert man wie ein Backfisch. Egal was alle sagen, wir wissen doch, was Fakt ist. Der größte Kram liegt doch zwischen Theorie und Praxis. An manchen Tagen denkt man theoretisch erstmal taktisch. Was im Magen, agiert man wie ein Backfisch. Therapie ist Ironie und zwar in eigener Sache. Denn wenn ich alles überziehe, dann hilft's auch, wenn ich drüber lache. Sobald ich die Übung mache, reduzieren sich die Schmerzen. Denn ich nehme mir, wenn ich passe, nicht mehr alles so zu Herzen. In meinem Fall brauchte man Kerzen, denn bei dem Krankheitsverlauf ging schon bei dummen Scherzen alle Lichter an und aus, da ich zu schnell aufbrauch. Durch angeborenes Temperament ist mein Medikament, das man mir konsequent drei Dinge nennt. Erstens wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und zweitens kannst du vergessen, dass du von jedem gemocht wirst. Drittens bringt dich jeder Schritt nur weiter nach vorn. Doch als Nashorn geboren schalte ich an meinen zu kleinen Ohren. So kommen bei mir Sorgen immer gleich frisch auf den Tisch. Und haben sie ihren Wert verloren, back ich sie auf wie frischen Fisch. Umhülle sie gelegentlich mit Panade, deren Gewicht nicht mehr dem Inhalt entspricht. Und verderb mir so die Sicht. Jetzt gibt's Backfisch. An sich ist alles okay. Da geb ich dir mein Vortrag. Du mir kennst keine Therapeuten, sondern Hip-Hop in Rap. Die Therapie und die Kur. Hip-Hop in Rap. Musik ist meine Therapie. Wie?